machen könnte. So. Eine Kleinigkeit noch und dann geht's schon zum Schloss. Nicht zum Schloss. Zur Kathedrale. Tack, 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 tack. So, hier mussten wir uns mal durchschleichen, um das erste Mal die Prinzessin zu sehen. Da hatte ich ja schon gesagt, dass hier vorne noch was ziemlich Wichtiges auf uns wartet. Das ist nochmal so sehr interessant, wenn man das hier holt. Und ich glaube sogar, es ist abhängig davon, dass man das Spiel durchspielt. Also das wird man wirklich noch brauchen, das Ding. Upsala. Noch so eine Fee. Ja, das ist jetzt mal so ein Spell, mit dem können wir auch Fackeln zum Beispiel einfach anzünden. Ich kann das mal kurz zeigen. Das ist wirklich sehr nützlich. Also wie gesagt, wie ich auch gesagt habe, das kann man zum Angreifen benutzen und halt um Sachen anzuzünden. Das ist eine super Sache. Ast rein. Das Schild musst du schon drunter leiden. So, dann gehen wir jetzt mal zurück. Wie gesagt, wir haben die drei Steine, wir haben die Ocarina der Zeit, wir haben die Hymne der Zeit und können jetzt hier total enragen. Nein, wir müssen natürlich hier oben in diese Kathedrale. So, und jetzt kommt wirklich einer der epischsten Stellen in diesem ganzen Spiel. Ah ne, ich brauche die Hymne der Zeit. Ach, verdammt nochmal. Da, rechts A runter. So, jetzt geht's los. Jetzt wird's interessant.
Thank you.
Ja, also, wie gesagt, wir haben das Masterschwert gekriegt. 7 Jahre sind vergangen. Und ja, Ganondorf hat Chaos und Schrecken verbreitet. Mithilfe des Triforce, was er dadurch bekommen hat, dass ich diese Halle geöffnet habe. Ja, und ja, wie man schon deutlich den Unterschied erkennt, ist hier alles so ziemlich im Chaos versunken. Ja, und wie Chica schon gesagt hat, müssen wir jetzt nach Kakariko gehen und müssen dort etwas holen, was ja uns dazu dabei hilft, in den ersten Tempel des Waldes zu kommen. Bisher war es nämlich sehr einfach und ab jetzt wird es schon einiges schwieriger. So, ja, wir waren beim letzten Mal hier in Kakariko stehen geblieben. Ich hatte einen kleinen Cut gemacht, aber dürfte eigentlich gar nicht aufgefallen sein. Ich sag mal, wir müssen ja einen Gegenstand besorgen, um in den Tempel des Waldes zu kommen. Wie uns von, ja, auch schon berichtet wurde. Ich werde das Ganze einfach mal beschleunigen, werde auf den Friedhof hier gehen und werde ohne großes Trara und Bum Bum und so das ganze Gerät jetzt besorgen. Ich wüsste jetzt auch gar nicht mehr, wie ich das rauskriegen sollte, wo ich hin muss. Ich habe jetzt auch gar keinen Bock, hier die ganzen Leute anzuquatschen und so. Ich weiß, dass ich hier lang muss. Das war im Vorgänger auch so. Also das heißt im Vorgänger, im Original, in der einfachen Version. Und deshalb machen wir das jetzt einfach mal. Zack. Da rein. So, ja, Fragezeichen. Da haben wir nämlich den alten... So, den müssen wir einfach nur hinterher. Wir sollten ihn nicht verlieren. Erinnert mich immer an so eine Stelle aus Majors Mask, wie man diese Schweinemaske bekommt. Aber das Vieh da ist deutlich schneller. Dieser Hund, der Typ, würde ich mal sagen. Ach, genau ins Gesicht geworfen. Na, er findet sich wohl richtig lustig, dieser alte Opfer. Oder immer das für eine Prüfung sein soll, dem hier so hinterher zu laufen. Ja, eigentlich auch scheißegal, aber ne? Ach ja, schon geschafft. The Hookshot. Oder Enterhaken. Dürfte jedem ein Begriff sein. So, Hymne der Zeit, Hymne der Zeit. Da, rechts runter, alles klar.
ich überlegt, dass ich, als ich das auf Nintendo gezockt habe, wirklich jedes von diesen verdammten Liedern auswendig konnte. Naja. Und wir kommen in die Mühle. Ja. Und wir werden uns da erstmal das Herzteil holen. Bevor wir da nämlich wieder rein müssen. Nur weil wir hier failen. Und direkt da runterspringen. So wie ich das normalerweise immer mache. So, und dann werden wir uns noch was Lustiges besorgen. Und zwar bei dem netten Typen hier. Ja. Hymne des Sturms erlernt. Frag mich nicht wie, aber es regnet drin, ja. Und die Mühle hat den Turbo eingeschaltet. So, und wir werden jetzt zum Tempel des Waldes gehen. Wir nehmen die Abkürzung durch die Goronenstadt. Das ist, glaube ich, schneller als den Rest unten rum zu Fuß zu gehen. Das wäre uselig. So. Was hat sich hier verändert? Einem kommen noch so beknackte Steine entgegen. Ach ja. Da, 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 da. Komm schon. Komm, komm schon. Schneller. Schneller, la, la. Hau rein. Ich könnte die Hasenohren gut gebrauchen. Oder ein Pferd. Wäre gar nicht mal so schlecht. Kann man hier sowieso nicht mehr benutzen. Da drin. Ach, da unten. Jo, genau, da müssen wir lang. Da machen wir das jetzt auch. Mist. Ja, wie gesagt, früher konnte ich sie alle, mittlerweile. Fail ohne Ende. Ah, Saria Song, runter rechts links, okay. Hier? Ich glaube ja. Ich geh einfach mal rein. Okay. Ach, jetzt kommen... Oh. Jetzt kommen meine absoluten Lieblingsgegner. Oh mein Gott, die sind so nervig. Ja, ist okay. Ich weiß, wie man um die Ecke geht mit einem Seitschritt.
spiele das Spiel schon seit knapp 3 Tempeln. Ja, deshalb liege ich diese Gegner so. Konnte man die nicht irgendwie... Ich glaube, ich probiere es nicht, aber... Naja, leck mich doch. Eine Fee müsste für den Tempel reichen. Oh Gott, jetzt kommt der. Oh mein Gott. Mann, in dem normalen Zelda waren das 20 Rubine und nicht nur 15. Abzocke. Richtig, Abzocke. Chic. Kann ich mir eh nicht merken. Falls für dich. Sag ich doch. Ja, wir sind im Waldtempel und ich würde sagen, den schauen wir uns so in der nächsten Folge an, Leute. Macht das gut, haut da rein, wa?